Kommt absehbar schon die große Erholung der Wirtschaft, wenn der Lockdown so ein bisschen aufgeweicht wird, was ja in vielen Ländern der Fall ist? Große Frage. Antworten sind hier besonders schwierig, weil wir natürlich in einer extrem dynamischen Situation sind. Aber es ist vielleicht sinnvoll, mal die richtigen Fragen zu stellen, indem wir uns mal die Fakten und die Voraussetzungen anschauen, aus denen wir in dieser Corona-Krise kommen. Und dann können wir vielleicht auch ein bisschen die Wahrscheinlichkeit ermessen, wie diese Erholung ausfallen kann, ob die so stattfindet und ob das, was die Aktienmärkte als Fakt offenkundig ja schon eingepreist haben, so kommt. Denn andere Märkte sehen es ein bisschen anders, nämlich die Anleihe- und die Rohstoffmärkte. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns erstmal ein paar Fakten an, hier von Jim Bianco etwa, der hier eine Grafik erstellt hat, wo wir sehen, zweites Quartal natürlich ziemlich herbe nach unten, aber dann geht es wieder nach oben. Aber Jim Bianco sagt, ja, das kommt eben darauf an, das Coronavirus wird wahrscheinlich nicht sofort verschwinden. Man wird also ein Stück weit noch längere Zeit damit leben müssen, dass es bestimmte Beschränkungen gibt. Eine totale Rückkehr zur Vor-Corona-Normalität würde ja einen Impfstoff voraussetzen, würde zumindest ein Medikament voraussetzen, das sehr schnell wirksam ist. Das zeichnet sich ja jedenfalls noch nicht ab. Entscheidend ist die Frage, wie schnell werden, wie viel Prozent der Wirtschaft wieder raufgefahren werden können, in welchen Branchen wird das passieren, welche werden größere Pleiten erleben, welche werden profitieren, wann, in welchem Zeitraum wird das Ganze passieren. Und da habe ich ein paar Dinge dabei, die vielleicht wichtig zu beachten sind. Wir hatten heute die Verbraucherstimmung des Conference Board gehabt. Das ist mit 86,9 historisch abgestürzt von 118,8, klar. Das war fast schon zu erwarten. Wichtig ist aber, dass hier der Konsument in den USA 16% des globalen BIP stellt. Das ist genauso viel, wie China insgesamt zum globalen BIP beiträgt. Man kann also sagen, der amerikanische Konsument ist für die Weltwirtschaft genauso wichtig wie China als ganzes Land. Dementsprechend ist der amerikanische Konsument hier im Fokus und muss es wahrscheinlich der amerikanische Konsument reißen oder retten. Wenn er das nicht schafft, weil er selber unter Wasser ist, dann wird die Geschichte natürlich sehr, sehr schwierig. Schauen wir uns mal die 2-Monats-Veränderung an. Bei der Consumer Confidence, also bei der Verbraucherstimmung, sehen wir einen Fall, den wir zuletzt in der Ölkrise einmal ähnlich hatten, aber der ist stärker, der Abfall ist stärker als noch in der Finanzkrise. Und interessant ist, dass man hier ja immer auch fragt, ja, wie ist deine aktuelle Situation? Hier die blaue Grafik, die ist im freien Fall. Aber dann wird eben auch gefragt nach den Expectations, nach den Erwartungen. Und hier sehen wir, geht schon ein Zacken nach oben. Das reflektiert so ein bisschen auch das Geschehen an den Aktienmärkten, die ja diese Erwartung offenkundig haben, dass da so ziemlich alles wieder wird wie vorher, ein bisschen Schmerzen und dann geht der ganze Betrieb normal wieder weiter. Also wir sehen hier eine klare Differenz zwischen Ist-Zustand und Erwartung bzw. Hoffnung und das ist vielleicht ein entscheidender Punkt. Wenn wir dann mal uns Umfragen anschauen unter mehr als 4000 Amerikanern, wo man sie fragt, naja, was würdest du tun, welche Bereiche, da würdest du dich wieder in die Öffentlichkeit begeben, dann sagen nur 17%, ja, ich würde Sportevents beiwohnen, Fußballspiele, Football, was auch immer, 26% würden sagen, ich warte, bis ein Impfstoff hier wirklich da ist, bevor ich wieder Sportevents besuche. 59% sagen Games with no fans until a vaccine is available, also 59% sagen, nee, also mit Zuschauern, da würde ich nicht hingehen, bevor es einen Impfstoff gibt, also deutlich mehr als die Hälfte und 27% wären jetzt bereit, wenn die Theater, die Kinos wieder öffnen, da auch hinzugehen. Wir sehen also insgesamt eine gewisse Skepsis, die eben darauf hindeutet, dass das Ganze nicht schnell passieren wird, sondern wenn überhaupt, dann sehr, sehr sukzessive, sehr langsam wird das dann vielleicht wieder eine Rückkehr zur Normalität werden, was die Stimmung der amerikanischen Konsumenten betrifft, die ja wie gesagt 16% des BIPs ausmachen. Schauen wir uns jetzt mal Google-Anfragen an. In Sachen Urban Travel, freier Fall, überhaupt keine Erholung erkennbar. In Sachen Travel, also Flugzeug, Auto, Eisenbahn, Reisen, freier Fall, überhaupt keine Zeichen einer Erholung. Ausgehen, Clubs, Restaurants etc. auch freier Fall, null Erholung. Die einzige Erholung, die wir bisher sehen, sind Consumer Items, also Apparel, Kleidung, Beauty, Luxury Goods und Vehicles. Also hier sehen wir die ersten zarten Pflanzen einer Hoffnung. Ansonsten ist alles noch tief
im freien Fall. Schauen wir uns dann mal an, welche Branchen eigentlich wie lange, naja, durchhalten können. Nehme ich hier Days of Bills of a typical business could pay from its cash balance, also die sozusagen von ihr aus ihrer Cash-Position Rechnungen bezahlen könnten. Und da steht der Immobilienbereich, also Real Estate, am besten da. Die könnten das 47 Tage. Andere Services, Professional Services 33, Hightech Manufacturing 32. Ganz unten sehen wir dann Construction mit 20 Tagen, Retail, Einzelhandel 19 Tage, Repair and Maintenance, also Reparaturgeschichten 18 Tage und ganz, ganz unten eben Restaurants 16 Tage. Das heißt, die Restaurants sind am gefährdetsten, Gastro, Tourismus, all diese Bereiche, die können auch von ihrer Cash-Position, zumindest in den USA, nicht wirklich lange durchhalten. Wir hatten heute zum Beispiel Aussagen von Caterpillar in der im Conference Call, wo der CEO gesagt hat, naja, der Impact, der Einfluss der Pandemie hat einen deutlich höheren und chaotischeren Einfluss auf unser Geschäft, als wir eigentlich vorher oder in den Tagen davor noch gedacht hatten. Wir sehen, und das hatte ich anfangs angesprochen, dass der Bloomberg Commodity Index, also der Rohstoffindex von Bloomberg, ein frisches Low gemacht hat. Also da ist in etwa, wo er auch beim Tief der Aktienmärkte im März gewesen ist. Das heißt, nicht nur die Anleihenmärkte, wo die Renditen ja nicht steigen, wo man also diese Erwartung einer anspringenden Konjunktur, dann vielleicht auch Inflation etc. überhaupt nicht spielt, sehen wir das eben im Rohstoffbereich auch nicht. Das heißt, der Aktienmarkt ist da wieder mal ein bisschen alleine zu Hause, und es war schon vor der Corona-Krise, dass ja, oder als die Corona-Krise schon in China tobte, wo die Anleihenmärkte schon reagierten, nur der Aktienmarkt dann als letztes den Hammer hörte, der dann auf den eigenen Kopf prallte. Schauen wir uns nochmal ein bisschen an, wer eigentlich jetzt in welcher Situation ist in den USA. Der Konsument ist wichtig, und wir sehen, dass die unteren 50% jetzt gerade wieder an dem Punkt waren, wo sie im Prinzip gewesen sind, wenn man so will, im Gefolge der Finanzkrise. Das heißt, da ist keine Erholung passiert. Die sind jetzt praktisch auf dem Lebensstandard, auf dem sie schon waren im Bereich der Finanzkrise. Die anderen haben profitieren können, die Reichen haben profitieren können. Je höher das Einkommen, umso mehr konnte man profitieren. Fed und anderer Notenbanken sei Dank, und natürlich auch die Aktienmärkte, denn es sind die wenigen, denen so ziemlich alles gehört in den USA, auch bei den Aktienmärkten. Und wir haben jetzt fünfmal hintereinander beim S&P Future ein Gap nach oben von mehr als 0,5% gehabt. Das haben wir das erste Mal, oder das ist nur einmal passiert, seit es den S&P Future gibt, nämlich seit 1982. Mohammed El-Erian bringt es, glaube ich, auf den Punkt, der ehemalige PIMCO-Chef, der sagt, ja, was ist jetzt eigentlich mit dem Fed-Put, der offenkundig von den Aktienmärkten ja gespielt wird? Der ganze Aktienmarkt in den USA, woanders auch, ist im Prinzip ein einziger Fed-Put, also praktisch ein Sicherheitsnetz, das die Fed gespannt hat. Und die Aktienmärkte glauben, dieses Sicherheitsnetz trägt. Morgen ist ja Fed-Sitzung, und Mohammed El-Erian stellt die Frage, werden Sie eigentlich diesen Moral Hazard, also praktisch dieses totale Verlassen, ja, die Fed, die rettet uns, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Wird die Fed etwas dazu sagen? Wird sie da ein bisschen mal gegenschießen? Wahrscheinlich nein, wenn man die Geschichte sich anschaut von Jerome Powell. Jedenfalls ist auch die Frage nach El-Erian, wann wird die Wirtschaft einigermaßen wieder voll wieder öffnen? Wie wird das passieren? Und können uns Zentralbanken, Notenbanken über diesen Punkt hinkriegen, also die Brücke schlagen, bis das dann wirklich der Fall ist. Jedenfalls sehen wir eine gewisse Euphorie in den Märkten, die wir zuletzt 1987 gesehen haben. Da war noch was im Oktober. Jedenfalls ist es so, dass die sogenannten Free Credits, das ist also praktisch das Cash, das man hat, um praktisch Investitionen zu tätigen, indem man die eigenen Aktien im Depot beleiht. Das geht in den USA. Wenn ich also ein Aktienportfolio habe, dann kann ich mir praktisch von dem Broker Geld leihen, weil die Sicherheit sind ja die Aktien. Jetzt haben wir eben die Situation, dass gleichzeitig der sogenannte Margin Debt, also die derzeit bestehende Hebelung, die man im Portfolio hatte, deutlich gefallen ist. Bei jedem scharfen Abverkauf fällt vorher normalerweise der Margin Debt. Das ist dann vielleicht eine ungute Kombination, wir werden sehen. Jedenfalls ist das nicht gerade unkritisch, was wir hier sehen. Und natürlich ist all das nur möglich gewesen durch die Fed. Hier sehen wir mal einen Vergleich der verschiedenen QE-Programme der Fed. Wir sind jetzt schon, was das Volumen des QE betrifft, in wenigen Tagen im Prinzip hat man das überholt, was bei QE1 passiert ist, was bei QE2 passiert ist und was bei QE3 passiert ist. In wenigen Tagen
ist all das passiert. Man hat also vor allem natürlich hier einige ausgewählt. Hier zum Beispiel Mnuchin, der Finanzminister, hat heute gesagt, naja, also Staaten, Bundesstaaten in den USA, da gibt es so ein paar Failed States, die schon lange ziemliche Finanzschwierigkeiten haben, die wollen wir nicht retten. Jetzt muss man aber, wie Octavio Costa das macht, die Frage stellen, ja, aber Firmen, die missgemanagt waren und sind, die wollt ihr retten. Das zeigt so ein bisschen die ganzen Problematiken, die damit verbunden sind. Und wir sehen eben die Euphorie im Tech-Bereich, dass da vor allem Healthcare und Tech super gelaufen ist, also Pharma und Tech, während Banken und Energiewerte miserabel gelaufen sind. Diese Spanne ist immens groß und heute beginnt ja mit Alphabet dann die große Tech-Berichtssaison, wenn man so will. Hier nochmal eine Grafik der 5 größten Aktien im S&P 500, die ja allesamt berichten werden in dieser Woche. Facebook, Microsoft, Amazon, was haben wir noch? Da haben wir eben die anderen, Apple, habe ich vergessen, gell? Das gibt es ja auch noch. Hier sehen wir das ja jedenfalls im historischen Kontext. Das ist also deutlich mehr als zum Beispiel eine Dotcom-Blase und das ist der höchste Stand seit etwa Mitte der 70er Jahre, dass wir eine solche Dominanz von wenigen Aktien haben im S&P 500. Anderes Thema nochmal, hier Norwegen zum Beispiel, ist ja jetzt die große Frage mit der Rettung von Lufthansa. Lufthansa hat heute gesagt, ja, könnte sein, dass wir Insolvenz anmelden müssen. Damit will man wahrscheinlich so ein bisschen Druck auf die Bundesregierung machen und sagen, helft uns, das ist eine ganze schwedische Kiste. Norwegen geht einen anderen Weg mit einer einheimischen Fluglinie. Da passiert nämlich Folgendes, da werden die Aktionäre schlichtweg enteignet, indem eben das Prinzip des Risikos wieder greift. Ja, du hast ja jahrelang den Benefit gehabt, du hast Dividenden erhalten und das Risiko, das sollen wir dir dann abnehmen. Das ist eigentlich eine Haltung, die nicht wirklich geht. Und genau das scheint jetzt Norwegen zu machen, wie hier Dirk Schumanns in einem Artikel sehr, sehr schön gezeigt hat, wie das technisch funktioniert, wie man da also vorgehen wird. Und wir haben Zahlen zum BIP. Seit Ausbruch der Corona-Krise sagt das IFO-Institut, ist das deutsche BIP etwa um 16% nach unten gegangen. Und eine ganz schwierige Kiste könnte werden, was Trump heute gesagt hat, nämlich, dass man Covid-Reparations fordert. Also praktisch sagt, ja, das Virus ist chinesisch. Da haben die Jungs Schiete gebaut, auf Deutsch gesagt. Und da wollen wir mal Reparationen, also Geldforderungen haben für den Schaden, der dadurch angerichtet wurde. Wenn das Ding hier hochkocht, dann haben wir einen richtigen Machtkampf zwischen China und USA. Dann wird es ungemütlich. Schauen wir uns, weil das Video schon wieder sehr, sehr lang ist, ein paar Charts an. Hier sehen wir den Nasdaq 100 im 4-Stunden-Bereich. Und wir sehen, der Nasdaq ist heute schwächer. Er ist natürlich vorher sehr, sehr gut gelaufen. Aber da nehmen vielleicht einige vor den Alphabet-Zahlen heute dann schon die Chips vom Tisch. Was haben wir hier noch zu erwähnen, Le DAX, der aktuell bei 10.782 handelt, möglich ist es ja. Wir haben den Goldpreis bei 1.704 knapp, waren unter der 1.700er Marke heute schon. Und die beiden Crudes, die handeln bei 14,82 Dollar kassamäßig, das WTI und Brent aktuell bei 22,86 Dollar. Also die Erholung ist eingepreist. Wie passiert die aber? In welchem Zeitraum? In welcher Geschwindigkeit? Zu wie viel Prozent? Sind dann die Dinge, die da an den Aktienmärkten passieren, gerechtfertigt? Diese Frage werden wir mit einer ersten Beantwortung schon mal vielleicht von den Zahlen jetzt der großen Tech-Giganten bekommen. Fast alle Unternehmen sagen, ja, Prognose geben wir nicht, wissen wir nicht, können wir nicht wissen, war es kein Mensch, machen wir deswegen nicht. Jetzt ist die Frage, irgendwann wird man aber mal Aussagen treffen müssen und momentan entweicht man eben so und schlägt sich sozusagen ins Gebüsch, hält die Hände vors Gesicht und denkt dann, naja, dann sieht uns keiner, indem man eben die Aussagen dazu verweigert und damit das Fantasiepotenzial der Aktienmärkte ein bisschen schürt. Ja, so schlimm wird es nicht im zweiten Quartal, aber ich denke, es wird vielleicht ein bisschen schlimmer als die überoptimistischen Aktienmärkte, die ohnehin wieder allein auf weiter Flur stehen, derzeit einpreisen. Wir werden sehen, wie es kommt. Niemand weiß, was passieren wird. Wir sind in einer extrem dynamischen Situation. Dementsprechend kann man vielleicht nur die richtigen Fragen stellen und das habe ich versucht. Ich hoffe, Sie haben einen wunderbaren Abend und sage Servus und Ciao.